That tasted like shit, man. Well, you know, it is what it is. Yeah? And my fucking feet hurt. What about yours? I'm good. So you're a tough guy, huh? Well, it's not like we have much of a choice here. Yeah. By the way, what are you in for? Something I didn't do. So you're innocent, huh? Well, aren't we all? I'm innocent too, you know. Yeah, sure you are. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. You? Me too. And a kid. Alex. Fucking miss him, man. Yeah, I hear you. That piece of shit Harvey's gonna get what he deserves, let me tell you that. So, let's go after him. Together. Look, Vincent, I need to know what your story with Harvey is. Okay? All right. I was a regular guy with a boring bank job. One day my brother brings in a new client, Harvey. Let me guess. Money laundering. Yeah. Money was easy, but Harvey just kept coming in with more and more cash, and I couldn't handle it. It was too risky. So I told him I wanted out. He killed my brother as a warning. After that, I lost it. I planned on killing him, but the son of a bitch pinned it all on me. I was convicted for the murder of my own brother. Wow. That's fucking rough, man. Yeah. Sorry. So, what's your story with Harvey? You fucked me over, that's for sure. I mean, we were gonna... Wait, you hear that? Oh, shit. We're closing in. We gotta move. Ah, my fucking feet. Just suck it up. Don't worry about it, I got it, okay? Okay. Und schon wieder erfahren wir nichts über dich. Ich wollte gerade sagen, du bist ein bisschen komisch, aber... So, you used to work in a bank, huh? Figures. What are you implying? Well, how should I put it? You're kind of uptight. I'd rather be uptight than a loose cannon. Thanks for the compliment. You're welcome. You know what? What? You're actually the first guy who worked in a bank that I've talked to without a gun in my hand. Would you look at that? You're making progress. Ah, danke, dass du merkst, dass ich Fortschritte mache. Ich glaube, du gehst schneller als ich. Ja, ich glaube auch. Du gehst schneller als ich und ich schleiche schneller als du. Ja, aber deine Füße sind ja auch am Arsch, also bin ich einfach... Ja, genau. Oh, guck mal, ein Farmhaus. Wollt ihr jetzt nicht runterspringen? Ja. Warum auch? Wir sind in keiner Eile. Also, ich habe da unten noch ein T-Shirt. Warum ziehe ich dieses Hemd nicht auf, damit ich einfach noch mehr auffalle als ein... weißt du, welches T-Shirt Ausbrecher. Wenigstens... Ja, wenn ich dieses T-Shirt wenigstens anhätte, dann kann es einfach sein, dass ich... Ach, echt, das ist ein Haus? Echt? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, die Form könnte alles sein. Ja, ich glaube, das ist ein Auto. Ich glaube, das ist ein Auto. Oh, ja. Oh, Auto wäre jetzt geil. Was machst du? Ja, ich wollte dich eigentlich nur... Naja. Du bist da einfach reingelaufen, so. Weiß. Herb Derp, ich bin eine CPU, Herb Derp. Mein Internet ist weg. Warte mal, waren das Stimmen? Vincent, help me out here. Oh, was kannst du Hund. Eigentlich? Ich hätte einfach drüber springen. Nein. Na, so ist einfacher. Prison escape.
guys are still at large and considered highly dangerous. The state police put out a warning today, urging every law-abiding citizen within a 50-mile radius of the prison. Don't you worry, honey. Those two fools come around here, they'll get a taste of old Betsy. Oh. Hey, I say we take them up. Are you crazy? It's an old couple. We can't do that. I don't mean it like that, man. I mean, we tied them up or something. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. It's better to get them out of the house. What do you have in mind? See that barn over there? Yeah. We release the horses. Release the horses? How's that gonna help? Trust me. I'll be forced to go get them back. I don't know, man. Toll! Also, die Betsy, die mag ich nicht, möchte ich mal so anmerken. Willst du nicht kennenlernen? Nein. Nee. Okay. Und mein letzter Weg hat eigentlich ziemlich gut funktioniert, also glaube ich, ich glaube. Ich will aber nicht die Pferde freilassen, weil mit denen könnten wir abhauen. Ich will diese Betsy aber nicht kennenlernen. Wer sagt denn, dass wir sie nicht kennenlernen, wenn wir die Pferde freilassen? Ich, weil der wahrscheinlich mit der Betsy weggeht. Oh. Ja gut, dieses eine Mal machen wir nochmal deinen Weg, ey. Ja, und der nächste, meine Wege sind einfach immer besser. Nein, sind sie nicht. Sure, whatever, man, let's try. Okay, come on. Am Ende hat uns die Polizei doch noch verfolgt, weißt du? Wir hätten jetzt ein Auto haben können. It's locked. Okay. Ja. How do you know they got horses in there? It's a horse barn, Leo. What else should they have? But still, you sound so sure. Kühe. I mean, it could also be empty. Warte. You hear that? Yeah, I do. Was? Hey, look up there, an opening. Maybe we can find some way to reach. Oh, hör auf zu reden. Du hast ja eben noch gesagt, ja, hätten wir jetzt ein Auto, auf dem drauf steht, hallo, Polizei, hier sind wir, fangt uns, hallo. Was? Und mit Ortung? Nein, das wäre. Da müssen wir hoch, wir brauchen eine Leiter. Räuberleiter. Ja. So hoch geht eine Räuberleiter nicht. Hallo, Mumus. Ist ja putzig. Oh. Kann man nicht streicheln? Ich wollte sie streicheln. Ich bin schneller. Oh. Dann fütter ich sie. I can't help but thinking about a big juicy steak. Toll, wieso will sie meinen Fressen nicht? Ah, weil du einfach nur gemein bist. Oh Mann, ey. Guck, wenn ich das jetzt... Stimmt doch gar nicht. Nee, du kannst sie bloß streicheln. Oh. Ich will die auch streicheln. Ich bin nicht so fies wie der Leo. Du bist eigentlich genauso fies, weil du bist Leo. Ah, ich bin... Was? Was? Wieso kann ich nicht hier drüber klettern? Weil du das nicht kannst. Ich sehe die Leiter. Toll. Jetzt bist du auch als erstes. Ich mag nicht mehr. Ich stelle mich jetzt hier in die Ecke, weißt du? Ich stelle mich jetzt da in die Ecke. Tschüss, du siehst mich nicht mehr. Geil. Oh, schön. Jetzt komme ich wieder ins Bild. Jetzt bin ich wieder im Bilde. Oh, Junge, das tut weh. Was denn? Oh, Mann, jetzt klettert er auch noch als Erster. Ah, ich hab nur, die Arbeit gemacht. Ich hab nur, was dein Plan ist, du hilfst nur ein bisschen, okay? Das war dein Plan. Ich meine. Was, Pferde freilassen? Nee, ein bisschen zu helfen. Ach so. Also, mein Plan war es eigentlich, die komplette Arbeit zu machen und du behauptest, ich würde ein bisschen helfen. There are the horses. Let's release them. Vincent, this might be able to scare the horses. Mach mal die Gatter auf. Genau. There you go, buddy. Let's release the others too. Of course, freedom for all, right? I can't argue with that. Na, ich streiche. Ich kann ihn nicht streichen. Doch, den anderen kannst du streichen. Echt? Den mittleren, ja. Ich kann die streichen! Hey, move it. Nee, du streichelst es nicht. Ich kann die streichen! Warte, lass mich noch die Tür aufmachen. Ne? Ja, das wäre vielleicht gar nicht dumm.
Now we just need to scare him out of here. So. Come on, let's get this thing down. Was hast du da? Nah, not gonna work. Get over here and help me. Ich brauch dich hier oben. Nope. Not loud enough. Oh, you're fucking kidding me. Aber irgendwas zum Reinschmeißen brauchen wir. I can't do this by myself. Come on, Vincent. Hä? Du musst einfach nur das Ding drehen. Ah, okay. Oder? Du kannst auch die andere Seite der Treppe hochgehen. Dann kommst du direkt zu mir. Ich weiß gerade nicht ganz genau, wo ich bin, um ehrlich zu sein. Okay. Jetzt bist du einmal komplett außenrum. Wir haben ja Zeit. Nein, du bist gerade komplett außenrum. Ah, mi. Ups, falsches. Egal. Komm. Ach so. Hey, die Tür war doch offen. Ah, hell, the horses are escaping, honey. Oh dear, didn't we lock the barn? Of course I did. Come on, let's go. Oh dear. Oh dear. Und natürlich haben sie da ein Banjo.